Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe unseres Wochenmagazins Kanal 3 Steiermark. Auch in dieser Woche haben wir uns wieder bemüht, ein interessantes und abwechslungsreiches Programm für Sie zusammenzufassen. Für unser Thema der Woche haben wir dieses Mal einen Blick auf das grüne Herz Österreichs, auf unsere schöne Steiermark geblickt. Die geografische Lage, die Landschaft, das Klima, die Bevölkerungszahlen und vieles andere mehr erfahren Sie nun im steirischen Faktencheck. Die Steiermark liegt im Südosten Österreichs. Flächenmäßig ist sie mit 16.401 Quadratkilometer das zweitgrößte Bundesland Österreichs, mit einem Waldanteil von rund 60%. Derzeit leben 1.243.052 Einwohner in der Steiermark. Die Landeshauptstadt ist Graz mit 288.806 Einwohnern und Graz ist somit die zweitgrößte Stadt Österreichs. In der Steiermark gibt es alpines Klima im Norden und die pannonische Klimazone im Süden. Der Norden ist hochalpin mit Bergen bis annähernd 3000 Metern. In der Mitte prägen Almen und das Grazer Becken die Landschaft. Im Süden wechseln die Hügel der Weinberge mit flachen Ebenen des Thermenlandes ab. Die Steiermark verfügt über eine Staatsgrenzenlänge von 145 Kilometer mit der Republik Slowenien. Die Landesfarben sind grün-weiß und das Wappen zeigt einen gehörnten, feuerspeienden silbernen Panzer auf einem grünen Wappenschild, den der steirische Herzogshut krönt. Das typische Symbol für die Steiermark ist das grüne Herz. Das Land wird wegen seines Waldreichtums seit 1972 auch als das grüne Herz Österreichs bezeichnet. Die Steiermark gliedert sich in 13 politische Bezirke, einschließlich der Landeshauptstadt Graz. Der höchste Punkt ist der Hohe Dachstein mit 2.995 Metern und der tiefste Punkt liegt auf 200 Metern Seehöhe. Das ist die Mur östlich von Bad Radkersburg. Der längste Fluss der Steiermark ist die Mur mit 290,9 Kilometern in der Steiermark. Der größte See der Steiermark ist der Grundlsee mit einer Fläche von 4,3 Quadratkilometern. Es gibt einiges zu bieten in der Steiermark, von Natur und Bewegung über Regeneration und Wellness, Kultur in der Stadt und am Land und das an allen vier Jahreszeiten. Für die Ski- und Snowboard-Fans warten rund 681 Pistenkilometer in 69 Skigebieten in der gesamten Steiermark. Nebenbei gibt es 15 Loipen-Gütesiegelorte zum Langlaufen. 9 Thermen und unzählige Wellness-Hotels zählen ebenso zur Steiermark. Für die Wanderer erwartet der knapp 3000 Meter hohe Dachstein, 788 Gipfel über 2000 Meter Seehöhe und rund 1900 Almen mit einer Gesamtfläche von ca. 146.000 Hektar. Im ganzen Land gibt es 33 Thermenradwege mit 1100 Kilometern bzw. gesamt 140 Radwege inklusive der Landes- und Bezirksradwegen mit rund 4500 Kilometern Länge. Den Mountainbikern stehen rund 180 Mountainbike-Strecken mit 4.750 Kilometer zur Verfügung und davon sind 1.670 Kilometer abseits vom Verkehr. Für die Golffreunde warten 27 Golfplätze zwischen dem Dachstein, den Thermen und den Weinbergen. Apropos Weinberge, ca. 5.000 Hektar mit durchschnittlich 220.000 bis 280.000 Hektoliter Wein pro Jahr. Davon sind 14% reine Biofläche. Ca. 5.100 Hektar und durchschnittlich 150.000 Tonnen Äpfel pro Jahr werden in Österreich geerntet. Das sind ca. 80% vom Gesamtanteil von Österreich. Und für was ist die Steiermark noch bekannt? Genau für den Kürbis. Rund 9.000 Hektar und somit knapp 3,2 Millionen ursteirisches Kürbiskernöl wird in der Steiermark pro Jahr produziert. Es gibt 167 Kulinarium-Steiermark-Betriebe und mehr als 1.000 Buschenschenke. Und dann noch ein Blick auf das Naturangebot. Wie gesagt, die Steiermark verfügt über etwa 60% Wald bzw. 850 Millionen Bäume in der Steiermark. In Österreich gibt es etwa 3 Milliarden Bäume. Es gibt 3 Nationalparks in Österreich und einer davon ist der Nationalpark Gesäuse in der Steiermark mit einer Fläche von ca. 12.000 Hektar. Und das erste Museum Österreichs, das steht ebenso in der Steiermark. Es ist das Joanneum in Graz und das gibt's bereits seit 1811. Von den steirischen Daten und Fakten kommen wir nun zum nächsten informativen Bericht. Verwenden Sie gerne Redewendungen, zum Beispiel, der hat wohl ein Brett vor dem Kopf oder hat die Tomaten auf den Augen? Wenn ja, jetzt kommen unsere Redewendungen und deren Herkunft. Tomaten auf den Augen haben.
Die Bedeutung: etwas übersehen, etwas nicht bemerken oder nicht sehen. Die Herkunft: diese Redewendung kommt aus dem mittelalterlichen Spanien, wo die Tomate lange als Frucht der Sünde galt. Betrüger, Diebe oder Ehebrecher hörten deshalb oft ein spanisches Gerichtsurteil. Auf Deutsch heißt es Tomaten auf die Augen. Als Strafe mussten die verurteilten Verbrecher Wochen und manchmal gar Monate lang mit vor die Augen gebundenen Tomaten herumlaufen, sodass jeder in der Stadt von dem Verbrechen erfuhr. Diese öffentliche Demütigung war für die Betroffenen nur schwer zu ertragen. Jemanden auf den Leim gehen. Bedeutung: von jemandem betrogen, überlistet bzw. getäuscht werden. Die Herkunft: diese Redewendung rührt von der früher recht grausamen Art her, Vögel zu fangen. Zweige oder Ruten wurden mit Leim beschmiert, sodass die Vögel daran kleben blieben. Sie gingen dem Fallensteller also sprichwörtlich auf den Leim. Die Katze im Sack kaufen. Bedeutung: sich auf etwas Unbekanntes einlassen, etwas ungeprüft. Die Herkunft: diese Redewendung geht darauf zurück, dass betrügerische Händler im Mittelalter ihren unachtsamen Kunden oft wertlose Katzen statt Hühnern, Ferkeln oder Kaninchen unterjubelten und sich so bereicherten. Ein Brett vor dem Kopf haben. Bedeutung: etwas Offensichtliches nicht verstehen, begriffsstutzig sein. Die Herkunft: dieser Ausdruck hat in seinem Ursprung nichts mit dem Denkvermögen einer Person zu tun. Er geht darauf zurück, dass Bauern störrischen Ochsen früher ein Brett vor den Kopf hängten, um einfacher mit ihnen arbeiten zu können. Auf diese Weise waren die Ochsen weniger schreckhaft, wenn ihnen zum Beispiel Geschirr angelegt wurde. Wenn wir ein Brett vor dem Kopf haben, sind wir also dumm wie ein Ochse. Vitamin C ist einer von vielen essentiellen Nährstoffen und er fördert die Eisenaufnahme. Wir haben für Sie herausgefunden, wie man ganz einfach den Tagesbedarf an Vitamin C deckt, ohne dabei auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen. Vitamin C oder Ascorbinsäure ist ein wichtiges Antioxidans, das sich viele Menschen mithilfe von Nahrungsergänzungsmitteln zuführen. Das ist aber eigentlich gar nicht nötig, denn heimische Obst- und Gemüsesorten sowie auch Kräuter enthalten große Mengen davon. Vor allem bei den Gemüsesorten wäre hier der Paprika zu nennen. Also ganz egal, ob Sie den roten lieber mögen, den gelben oder den grünen, alle drei Sorten enthalten viel Vitamin C. Für alle, die sich jetzt denken, nein, der Paprika, der ist nichts für mich, dann bitte auch zum Brokkoli greifen. Also auch in dieser Gemüsesorten finden Sie sehr viel vom Vitamin C. Verwenden Sie auch bitte beim Kochen viele Kräuter, weil auch dadurch können Sie den Vitamin-C-Gehalt der Speise um einiges aufwerten. Beispielsweise die Petersilie, die Dille oder die Brennnessel sind Vitamin-C-reiche Kräuter. Wenn wir in die Obstrichtung schauen, dann sind vor allem die Beerenfrüchte zu nennen, die auch wahre Vitamin-C-Bomben sind. Vor allem die Erdbeeren, aber auch Himbeeren oder auch die schwarze Riebissel, die schwarze Johannisbeere wäre da zu nennen. Aber wie viel Vitamin C benötigt man pro Tag? Der Vitamin C-Bedarf liegt bei Männern bei 110 Milligramm Vitamin C pro Tag. Bei den Frauen ist der Bedarf etwas geringer, nämlich mit 95 Milligramm Vitamin C pro Tag. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich diesen Bedarf decken? Und da kann ich gleich sagen, es ist wirklich ganz einfach. Beginnen Sie schon beim Frühstück damit, indem Sie zum Beispiel Ihr Müsli mit frischen Beerenfrüchten aufwerten, egal ob Erdbeeren, Himbeeren, Heidelbeeren oder eben die schwarze Johannisbeere. Beim Mittagessen können Sie auf Brokkoli beispielsweise als Gemüsebeilage zurückgreifen und bitte verwenden Sie auch viele frische Kräuter, um den Geschmack Ihrer Speise noch aufzuwerten. Ja, beim Abendessen dann angelangt, können Sie auch auf Gemüse zurückgreifen, vor allem hier zum Beispiel auf Paprika. Geben Sie Paprikastreifen zu Ihrem Käsebrot, zu einem Brot mit Aufstrich oder sonstigem dazu und dadurch können Sie schon den Vitamin-C-Gehalt aufwerten. Die Ascorbinsäure unterstützt nicht nur unser Immunsystem, sondern auch noch andere wichtige Körperfunktionen. Ja, und zwar wird das Vitamin C wirklich in vielen verschiedenen Bereichen in unserem Körper benötigt. Einerseits brauchen wir Vitamin C für unsere Wund- und Narbenheilung, aber auch zur Bildung von Kollagen, zur Bildung von Bindegewebe und vor allem auch zur Stärkung von unseren Knochen wird das Vitamin C benötigt. Und die klassische Mangelerkrankung beim Vitamin C wäre das Skorbut.
Noch ein Tipp: Kräuter für die Wintermonate einfrieren oder auf Tiefkühlkräuter zurückgreifen. Auch Beeren saisonal kaufen und einfrieren. Zusammenfassend können Sie sich merken, dass Sie das Vitamin C wirklich über den Tag verteilt in Ihren Speiseplan integrieren sollten, vom Frühstück angefangen mit den Beeren bis zum Abendessen mit dem Paprika. Ansonsten auch sehr wichtig oder vielleicht auch gut zu wissen, dass Sie durch das Vitamin C auch gleichzeitig die Eisenaufnahme in Ihrem Darm verbessern können. Das heißt auch für all jene, die oft müde sind, die sich schlapp fühlen, dadurch können Sie auch einen wirklichen Mehrwert für Ihre Gesundheit bieten. Ein wenig Humor, Witz und Heiterkeit möchten wir Ihnen mit unserer neuen Serie bieten. Ein klein wenig Stammtischstimmung möchten wir gemeinsam mit Ihnen schaffen, und zwar blicken wir gemeinsam ins Wirtshaus in Zipfelbach. Viel Spaß! Im Wirtshäusl-Droh, in Zipfelbach, 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 da werden die festesten Madeln Spock, drum fahren wir nach Zipfelbach. Schau, der Gaukerbauer, servus. Grüß dich, sitz her, füll zu mir. Der Traunhofer, da bin ich Ehre. Grüß dich. Da muss man da jetzt. Ja, was ist ja, mein Lieber. Lauter Blätzchen. Da bin ich einmal da. Ja, leck mir mal. Zipfelbach. Ja, wenn Sie schön haben, den Zipfelbach. Hier habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich bin ja nicht da. Aber jetzt halt es daheim im Haus. Wer sagt das? Ich muss das sagen, ich weiß nicht mehr wohin. Weiß nicht mehr wohin. Daheim, draußen ist der Corona. Ja, genau. Und drin, die Schwiegermutter. Oh, Mama, reagiert ja gleich mit mir. Ja. Und da geht's zu jetzt. Wieso? Weißt du, was ich dir sag? Behauptet die Schwiegermutter, dass ich gesagt hätte, ach, du sagst dir nie ich hab was. Das nie gesagt. Nein, du sagst dir nie sag was. Nein, hab ich nicht gesagt. Nein. Sie behauptet, ich hätte gesagt, ja. Und ich, so was denkt ihr nicht so? Was? Nein, ja. Weißt du, was sie behauptet? Was? Sie behauptet, dass ich gesagt hätte, was? Und das stimmt nicht. Ja, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Sie behauptet, dass ich gesagt hätte, dass sie nichts kochen kann. Ah. Ja, ah. Habe ich nie gesagt. Sagst du sie nicht? Sie behauptet. Genau. Behauptet, voll, ich hätte gesagt, sie kann nichts kochen. Habe ich nie gesagt. Nein, sagst du was, nicht. Was ich gesagt habe, aber nicht so, wie sie meint. Ich habe schon gesagt, weißt du, was ich gesagt habe? Ich habe gesagt, seitdem sie kocht, tut der Hund bei dir nichts mehr beteln. Oh, das habe ich gesagt. Oh, aber nicht so, wie sie behauptet. Ja, aber ja. Das ist schon nur. Das ist war schon nur bei der Schwiegermutter. Ja, ja. Aber, es ist ja alles schon viel länger her. Das ist schon lang her, wenn ich zurückdenke, das sind sicher schon 30 Jahre, was? Wo das ein bisschen so gespannt ist alles zusammen. Wie lange bist du jetzt verheiratet? Boah, du, das ist schon, muss schon bald 100 Jahre sein, wenn du so denkst, ja, 100 nicht, aber ja, ist ja eine Zeit lang her. Weißt du was? 30 Jahre ist sicher her. Und dort hat das Ganze angefangen. Aha. Ja, aha, ja, da ist mein Bub, damals ja. So ein geschmeides Bierschel, ist ein Hof ausgegangen und hat einen Schippel groß genommen. Ja, ja, ja. Ah, weißt du was? Und dann ist er zugegangen. Ja, ja. Ist er zugegangen, sehr. Hat gesagt, Oma, beiß rein. Nein, ich sag, schaut sich das. Nein, du beiß ich nicht rein. Ja. Ja. Oma, nur einmal gesagt, Oma, beiß rein. Das ist ein Lauser. Ja, ja, wieso soll ich da reinbeißen? Ja, Oma, was der Papa hat gesagt. Wenn du ins Groß beißt, kriegen wir einen neuen Fernseher. Und seit damals hast du es. Ja, da ist er. Das schaut nichts gut aus. In einem Lexikon nachschlagen werden vermutlich noch die wenigsten von Ihnen. Ganz einfach ins Internet und nach einem Begriff suchen, schon hat man die Bedeutung davon herausgefunden. Wikipedia, das kennen Sie wahrscheinlich. Die freie Enzyklopädie wird nun 20 Jahre alt. Wer dahinter steckt und was das Ganze auf sich hat, das erfahren Sie jetzt. Alles begann mit einem Mann aus den Südstaaten der USA. Er gründete mit zwei Partnern 1996 die Firma Boomies, die ähnlich wie Yahoo einen Webkatalog pflegte. Zum Angebot von Boomies gehörte auch The Babe Engine, eine Suchmaschine für Bilder von wenig bekleideten Damen.
Jimmy Wales verfolgte aber schon damals den Plan, ein Online-Nachschlagewerk zu kreieren. Also stellte er den Chefredakteur Larry Sanger im Jahr 2000 ein, damit er Beiträge bei Experten anfordert und diese veröffentlicht. Der Prozess dahinter war allerdings zu teuer und ineffizient, sodass viel zu wenige Artikel auf der ersten Enzyklopädie Nupedia veröffentlicht wurden. Die Wiki-Software war damals nur als ein Sammelbecken angedacht, wo die Ideen für die Online-Enzyklopädie gesammelt werden sollten. Schnell ist allerdings deutlich geworden, dass es nicht nur die von Wales geplante Enzyklopädie war, die den Erfolg versprach, sondern das Sammelbecken selbst. So entwickelte sich Wikipedia rasch von selbst und hatte bereits innerhalb von Wochen tausende Artikel produziert, die von freiwilligen und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusammengetragen wurden. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es mit dem Stichtag heute 10.859 verschiedene Artikel zu steirischen Themen. Der jüngste, angelegt am 5. Jänner 2021, ist Bauernhof Chor, über einen denkmalgeschützten Bauernhof in der Gemeinde Semmerach. Allein am Wikipedia-Artikel Steiermark haben 824 verschiedene Autorinnen und Autoren mitgeschrieben. Dieser Artikel wurde im letzten Jahr insgesamt 323.564 Mal aufgerufen. Der Wikipedia-Artikel Graz wurde am 1. April 2002 angelegt und gehört damit zu den ältesten deutschsprachigen Wikipedia-Artikeln überhaupt. Selbst der Wikipedia-Artikel Österreich wurde erst ein knappes Monat später, also am 29. April 2002, angelegt. Erst im September 2002 erreichte die deutschsprachige Wikipedia den Meilenstein von 5000 Artikeln. Heute sind es über 2,5 Millionen Artikeln. Die Wikipedia-Bewegung in Österreich hat steirische Wurzeln. Die österreichische Wikipedia-Vertretung Wikimedia Österreich wurde 2008 in Graz gegründet und hatte hier bis 2012 seinen Sitz. Sie sind noch fleißig unterwegs auf unseren Bergen, die Fans der Skitouren und des Schneeschuhwanderns. Wir möchten unsere Serie Sicher am Berg komplett machen und schließen die Serie mit einer ganz wichtigen Folge. Und zwar dreht sich alles um den Ernstfall, die korrekte Rettungskette und ganz allgemein um die Sicherheit am Berg. Oberste Priorität beim Skitourengehen hat die Sicherheit. Um möglichst sicher am Berg unterwegs zu sein, braucht es eine gute Tourenplanung und die richtige Ausrüstung. Das Wichtigste aber ist die Erfahrung. Natürlich gute körperliche Konstitution. Das heißt, je besser ich konditionell bin, umso mehr Reserven habe ich. Dann kann ich mir ruhig einmal erlauben, dass ich mir ein bisschen vergangen bin, in eine falsche Richtung gegangen bin, wieder aufsteigen muss. Wenn ich die Kondition habe, ist das alles kein Problem. Wenn ich dann konditionell am Limit bin, kann es sehr, sehr plötzlich gefährlich werden. Ich komme dann in die Finsternis, ich komme dann nicht mehr weiter. Also in die Finsternis, ich komme dann nicht mehr weiter und dann wird es alles gefährlich. Also dann natürlich skifahrerisches Können jetzt im Skitourenbereich, weil Stürze im alpinen Gelände, Sturz heißt immer Verletzungsgefahr. Vor jeder Skitour sollte man sich unbedingt über die Wetterlage und Lawinenwarnungen informieren. Absolute Sicherheit gibt es aber auch bei guten Bedingungen im hochalpinen Raum nicht. Jährlich werden österreichweit rund 600 Unfälle abseits der gesicherten Pisten verzeichnet. Wenn der Ernstfall eintritt, ist das erste Mal kühlen Kopf bewahren, einmal schnell Überblick verschaffen. Das gilt in jedem Notfall. Schauen, gibt es weitere Gefahr aus der Gefahrenzone weg, nicht kopflos sofort irgendwo hinzulaufen, wenn dort vielleicht Gefahr noch besteht. Dann ganz wichtig ist natürlich die Alarmierung. Das Wichtigste bei der Alarmierung ist die Durchgabe des Standortes. Und das können sehr viele Menschen in der Nervosität einfach nicht. Der weiß gerade noch den Berg, wo er ist, aber mehr kann der einfach oft nicht in seiner Nervosität mehr sagen. Da hat sich wirklich bewährt, da gibt es sehr, sehr gute Apps, die heute wirklich, fast jeder hat heute ein Smartphone. Und mit diesen Apps kann man heute, wenn man dort den Notruf auslöst, wird zum Teil bereits mein Standpunkt, meine GPS-Daten mitgesendet. Im Skitourensport ist in erster Linie Kameradenhilfe erforderlich. Diese kann sogar überlebenswichtig sein. Die Zeit läuft extrem rasch. Der Verschüttete in der Lawine hat sozusagen nur wenige Minuten, die er ohne Sauerstoff überleben kann. Und bis da die organisierte Rettung eintrifft, auch wenn die noch so flott sind mit Hubschrauber und allem, ist oft der Zeitraum schon zu lange. Das heißt, gerade im Lawinenunfall ist die Kameradenrettung das Um und Auf. Genau das ist der Grund, warum wir LVS-Geräte, Schaufeln, Sonden mithaben, um dann möglichst rasch den anderen ausgraben zu können und ihm eine Überlebenschance zu geben.
Die Ursachen für Unfälle am Berg sind häufig Selbstüberschätzung und nicht vorhandenes Wissen. Anfänger sollten sich deshalb nicht allein und auch nicht ungeschult auf Tour begeben. Wenn während des Lockdowns zig Autos Schlange stehen und Kunden über eine Stunde auf ihr Essen warten, dann ist es wieder Alpendrive Inside in Zekau. Für unser Interview der Woche haben wir den Koch Norbert Wachter getroffen und mehr über das Drive-In, die Burger und bevorstehende Projekte erfahren. Ja, neue Woche, neues Interview der Woche und ich begrüße Sie, liebe Zuseherinnen und Zuseher, ganz, ganz herzlich. Wir sind dieses Mal zu Gast in der Alpen-Eventhalle in Zekau und neben mir ist der Norbert Wachter, der bereitet nämlich die köstlichen Speisen beim beliebten Alpen-Drive-In zu. Danke, lieber Norbert, für deine Zeit. Bitteschön, gefällt mir so. Zuallererst, wann und wie ist denn überhaupt die Idee entstanden, ein Alpen-Drive-In hier zu veranstalten? Ja, grundsätzlich, die Idee ist entstanden beim ersten Lockdown. Haben wir uns zusammengesetzt mit der Familie Offenbacher und haben uns gedacht, wir müssen irgendwas bewegen, irgendwas machen, weil nur daheim sitzen, das sind nicht wir. Und wir sind doch eher die Arbeitsleute und so ist die Idee einmal im kleinen Rahmen entstanden und binnen zwei Tagen haben wir das dann ganz groß aufzogen. Es ist wirklich ganz, ganz groß geworden. Jetzt stellt sich die Frage, also wie gesagt, der Ansturm ist riesengroß. Warum ist es immer nur für kurze Zeit? Warum gibt es dieses Angebot nur für kurze Zeit? Ja, alles, was ein Ablaufdatum hat, ist interessant auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben ja doch unsere normalen Jobs auch. Und wenn jetzt zum Beispiel in der Therme oben als Küchenchef im Arbeitsumfeld bin und kann nicht nebenbei da die köstlichen Burger zubereiten. Das ist natürlich verständlich. Jetzt stehen so viele Menschen bei euch oft über eine Stunde, eineinhalb Stunden an, um hier einen Burger zu ergattern. Warum ist das so? Was ist da das Erfolgsrezept, glaubst du? Das Erfolgsrezept war sicher auf jeden Fall einmal die Idee und die wunderschöne Lage. Der Platz, die gesamte Werbung, was der Junior des Hofes, also der Thomas Offenbacher, gemacht hat, allein die Resonanzen im Vorfeld waren schon so gewaltig, dass wir gewusst haben, wir können uns da ganz warm anhalten. Dann der Karl Junior mit der Firma PL Soundpark mit Ton und Licht hat das Ganze umrahmt und die Wartezeit war für die Leute kein Problem mehr. Die haben gesagt, teilweise, ihr seid zu schnell, obwohl sie eh schon eine Stunde warten, weil sie einfach animiert worden sind. Sie haben Ton, Licht, wir haben Live-DJs gehabt und dann haben sie natürlich noch gutes Essen auch gekriegt und die eineinhalb Stunden Wartezeit waren damit vergessen. Das kann ich nur bestätigen. Ich habe selbst mal in der Schlange gewartet und es war wirklich wie ein Erlebnis eigentlich. Aber jetzt kommen wir eben nochmal zum eigentlichen Produkt. Was macht denn die Burger so besonders? Die Burger macht auf jeden Fall besonders, weil wir jeden handselektiert zubereitet haben. Also wir haben keine Vorproduktion in dem Sinn. Das heißt, wir haben wirklich auf die Bestellung gewartet und dann haben noch und erst mit dem Produkt, mit dem Burger begonnen, frisch herzustellen. Und das war sicher der Qualitätsunterschied, das was es noch nicht ausgemacht hat, den Erfolg. Und wer hat die Burger kreiert? Die Burger habe großteils ich kreiert. Die Familie Offenbacher war das Publikum, also die Testesser. Und die haben gesagt, ist gut. Und dann haben wir das ins Programm aufgenommen. Und gibt es jetzt vielleicht einen Burger, der Renner ist, der am öftesten verkauft wird? Ja, grundsätzlich Alpen Drive-In. Und da haben wir als Standard-Burger den Alpen-Burger gehabt. Und das war natürlich der bestgehendste, wobei unsere Motto-Burger, was wir wöchentlich gehabt haben, auch sehr gut gegangen sind. Da haben wir halt immer nur eine limitierte Anzahl gehabt, aber das hat schon sehr gut gepasst. Und was ist jetzt dein persönlicher Lieblingsburger? Wenn ich ein bisschen schmunzeln darf, der letzte, also vom letzten Wochenende, der Kopf des Jahres Burger, weil es einfach eine große Variante von einem Cheeseburger war.
Und Cheeseburger kennt man, das mag man und das ist für jedermann. Und da hast du auf alle Fälle recht. Und kann man sagen, wie viele Menschen an so einem Alpendrive-In-Wochenende hierher kommen? Circa. Von den Menschen her kann man es schwer sagen, weil es war, wir haben gewisse Situationen gehabt, dass es fährt ein Auto her und hat für vier Familien zum Beispiel eingekauft, die was Nachbarn sind zum Beispiel, dass nicht jeder anstehen muss eine Stunde. Mhm. Und von denen her kann man es jetzt in Zahlen gar nicht sagen, wie viele Leute das waren. Mhm. Kannst du sagen, wie viele Burger rausgehen an einem Wochenende? Einige hundert, kann man so sagen, an einem Wochenende, genau. Und wenn so viele Menschen kommen, die Schlange ist ewig lang, da gibt es ja bestimmt einen Zeitdruck. Wie ist denn das Arbeiten? Wie stressig ist es denn? Ja, ich muss dazu sagen, wir waren in der Küche wirklich mit sechs Profis aufgestellt, also wirklich mit sechs Fachkräften. Und da ist einfach im Vorfeld das Konzept so gut gestanden, dass wir haben genau gewusst, dass eine Burgerbestellung circa viereinhalb Minuten dauert, frisch zubereitet. Und das kann man dann halt auf die Autos hochrechnen und das ist. Also wichtig auch Planung und Vorbereitung, ja, absolut, im Vorfeld. Absolut. Also, und auch, dass jeder Handgriff sitzt. Mhm. Weil es ist alles von Hand eingepackt worden, das dauert nicht die leere Zeit. Und das war aber der Anspruch von unserer Seite, dass wir sagen, die Zeit soll nicht im Vordergrund sein, sondern die Qualität des Produktes. Und der Erfolg spricht für sich, dass das die Leute auch so sehen. Sechs Leute sind in der Küche, hast du gesagt. Gibt es da noch andere Menschen, die da im Hintergrund tätig sind? Ja, freilich. Also wir haben da angefangen hat's bei der Bestellaufnahme von den Kassendamen, also die, was im Hütterl die Bestellung aufgenommen haben, und unsere Träger, die, was dann die guten Alpenburger und Co. zum Auto hingetragen haben. Mhm. Norbert, du bist ja auch Kopf des Jahres in der Kategorie Gastgeber geworden. Genau. Wie ist denn diese Auszeichnung für dich? Ja, war natürlich ein einzigartiges Erlebnis, vor allem wie der Vorlauf und alles war. Das war über zwei, drei Monate wirklich medial immer in der Zeitung und es ist schon was Besonderes. Und hättet ihr jetzt im Vorfeld, wie die Idee aufgekommen ist, jemals gedacht, dass das wirklich so groß wird und so einen großen Erfolg dann hat, das Ganze? Der Plan dieses Alpendrive-In war, den ersten Tag, dass wir das zu dritt machen, also der Thomas vom Hof, der Kali vom Hof und ich. Und wie wir dann auf medialer Seite an die 100.000 Aufrufe die ersten zwei Tage gehabt haben, haben wir gewusst, wir brauchen sofort Helfer, viele Helfer, dass wir das bewältigen können. Und hätten wir uns nie gedacht, dass das so erfolgreich wird. Aber es gibt ja in der Nähe eigentlich jetzt nichts Vergleichbares, oder? Nein, eigentlich nicht. Die Wirtskollegen haben das Abholservice oder das Zustellservice gehabt. Und wir haben von Haus aus gesagt, nein, der was einen Burger möchte, der darf gern zu uns kommen. Und kann das dann da genießen, mit nach Hause nehmen und ja. Wie schaut es jetzt zukünftig aus? Können wir nochmal Burger holen kommen hier? Also es waren bis jetzt drei Lockdowns und drei Drive-Ins. Wochenenden haben wir ja mehr gehabt. Also wir haben zweimal, einmal 10 Tage und einmal 11 Tage gehabt und einmal aufgesplittet auf drei Wochenenden. Und was die Zukunft bringt, müssen wir schauen. Wir haben wirklich sehr gute Ideen. Und diesbezüglich wird das Drive-In sicher seine Fortsetzung finden. Auf das hoffen wir alle Fälle und ich hoffe auch, dass es nicht wieder einen Lockdown braucht, damit es den Drive-In gibt. Aber dann bedanke ich mich sehr herzlich bei dir, Norbert, fürs Gespräch. War wirklich sehr interessant und ich kann es jedem nur empfehlen, dass er bei euch mal vorbeischaut, wenn es wieder offen habt. Dankeschön. Danke vielmals.
Das BIFI Steiermark Bildungszentrum Leoben ist wirklich einer der führenden Anbieter im Bereich der IT. Egal ob vom Grundlagenseminar bis hin zur Programmierung, wir bieten hier wirklich alles an unserem Standort an. Lernen Sie von der Pepper-Roboter-Programmierung bis hin zur Netzwerktechnik alle Bereiche kennen. Aber auch für Einsteiger bieten wir Seminare im Bereich Word, Excel, PowerPoint oder Windows-Grundlagen. Wir sind hier wirklich der kompetente Bildungsanbieter für Sie. Die Vielfalt von Social Media überfordert dich? Du bist selbstständig, marketingverantwortlich oder im Direktvertrieb tätig? Dann gib uns ein paar Sekunden. Wir haben da was für dich. Wir haben unsere 20-jährige gemeinsame Social-Media-Erfahrung gebündelt, damit du verstehst, wie Facebook, WhatsApp Business und Instagram richtig einzusetzen ist. Das Ganze findet in einer geschlossenen Facebook-Gruppe statt, also in der Umgebung, die wir dir näher bringen. Ist richtig, und wir sagen dir ganz leicht und verständlich, wie du professionellen Inhalt erstellen kannst für deine Zielgruppe, zum Beispiel Bilder, Videos oder Texte. Genau, und ganz wichtig, 150 Euro deiner Investition werden wir spenden. Also, nutze diese Chance. Geh jetzt auf www.macheseinfach.online. Unser Spontan der Woche erfragt diesmal ein sehr aktuelles Thema. Corona-Impfung, ja oder nein? Wir haben für Sie die Steirer und Steirerinnen befragt. Spontan! 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 Spontan natürlich! Wie stehen Sie zur Corona-Impfung? Würden Sie sich impfen lassen, ja oder nein? Ja, sofort. Ich habe mich schon angemeldet, bin über 65 und warte nur drauf. Weil ich bin sehr weit gereist, muss ich sagen. Ich bin in der ganzen Welt umherum. Bei Oldtimer-Events in Amerika und in England. Und für mich ist das ganz wichtig. Ja, ich finde, Impfen ist sicher von Vorteil. Sagen wir mal so. Ich arbeite bei einem Doktor. Ich bin schon geimpft. Ich werde auch nächste Woche bei der zweiten Reihe für die älteren Leute dabei sein. Ja, viele haben Angst eben vor den AstraZeneca. Und wir sind damals noch BioNTech/Pfizer geimpft worden. Man kann die Leute ein bisschen beruhigen. Und manche lassen das einfach über sich ergehen. Eine Impfung ist sicher nicht schlecht und ich glaube, ich vertrage das auch. Aber ich warte schon so lange, weil ich war Alter, wo ich jetzt schon so lange dran gekommen. Und ich weiß nicht, wo das liegt. Ich habe vor einem Monat habe ich von der Landesregierung schon ein Schreiben gekriegt, dass ich mich gemeldet habe. Bis heute habe ich noch keine Antwort gekriegt, also keine Mitteilung, gar nichts. Ich habe mich angemeldet. AstraZeneca nein. Wenn ein anderer Impfstoff ist, ja, und ich muss meine körperliche Konstitution abklären lassen. Momentan brauche ich keine Impfung. Aber ich finde, das ist gut, ist besser. Wenn alle Leute also Impfung nehmen, ist es besser. Ja. Ich werde mich selbstverständlich impfen lassen. Wichtig für mich selber und für die Allgemeinheit auch natürlich, ne? Dass ich dann vermutlich niemand anstecken kann. Auch wenn es deine Altersklasse nicht betrifft, wie stehst du zur Corona-Impfung? Ja, es ist schon gut, weil dann hätten wir einen Fortschritt, damit wir das Virus halt stoppen können. Und es wäre halt besser, wieder ohne Virus und das Leben wieder normal fortzusetzen. Ja, es ist, glaube ich, schon sehr wichtig. Also, meine Oma ist gestern geimpft worden und ich finde es schon wichtig, dass sich viele Leute impfen lassen. Spontan! Spontan! Spontan natürlich! Die Landeshauptstadt Graz ist in dieser Woche in unserem Stadtgespräch vertreten, genauer gesagt das Tanzhaus Graz. Samuel Kirschner und Markus Isop sind zu Gast bei Gregor Witzhalm in unserem Kanal 3 Stadtgespräch. K3
Kanal 3, Stadtgespräch Knittelfeld. Das sind die bekannten Koordinaten und ich freue mich, dass Sie sich eingeklinkt haben und eingeschaltet haben zu unserem Stadtgespräch. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Schön, dass Sie sich interessieren. Und wenn Sie einer sind, der den Groove spürt und ihn auch gerne ausdrückt und ein Tänzer sind oder sich einfach dafür interessieren, dann sind Sie jetzt genau richtig, meine Damen und Herren. Grün-Weiß Tanzen, ein schönes Projekt, stellen wir Ihnen hier heute vor. Das Tanzhaus in Graz. Meine Damen und Herren, hallo und willkommen. Hallo und willkommen, meine beiden Gäste. Die beiden Herren sind so die treibenden Radeln, sage ich einmal. Aber ihr seid mehr, das weiß ich. Aber ihr seid heute nach Knittelfeld von Graz aus gekommen. Das ist der Samuel, Samuel Kirschner. Hallo und willkommen. Und der Markus Isop. Hallo, wir sind bei du, haben wir gesagt, so wie wir Tänzer das halt so sind. Ja, ja, tanzen. Fangen wir mal ganz allgemein an. Was ist eure Liebe zum Tanz? Was ist euer Hintergrund zum Tanz, bevor wir das Projekt vorstellen und auch die Idee und die Zugänge? Samuel, was hast du mit Tanzen am Hut? Mittlerweile sehr viel. Ja. Anfänglich, ich habe als Kind angefangen zu tanzen. Über meine Eltern bin ich da irgendwie dazugekommen. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert. Also schon nicht nur Biber Butzemann, sondern schon richtig. Ja? Genau. Okay. Ja. Neben Fußball und Klettern und so haben wir das ausprobiert. Und sehr schnell ist der Tanz so mein freies Ausdrucksmittel geworden. Schön, das war mir anfänglich nicht so bewusst, aber ist dann ein großer Teil meines Lebens geworden, wo ich einerseits gestalten kann, aber der große Punkt des Ausgleichs war für mich. Also unverzichtbarer Lebensinhalt für dich, könnte genau, man sagen. Genau, ja. Okay. Und du hast so den Weg, so den klassischen, also mal die Tanzschule, klassischen Tänze erlernt, die man halt so erlernt, aber dann open-minded in alle Richtungen, kann ich mir das so vorstellen. Genau, man kann sich so vorstellen, ich habe mal am Anfang, wie es oft in einer Sparte ist, überall ein bisschen reingeschnuppert. Ja. Und wollte dann eigentlich später nicht das beruflich weitermachen. Okay. Das hat sich dann irgendwie entwickelt. Also ich wollte dann eher Medizin oder Jus oder so eins. Was Sicheres, ne? Genau, ja. Und was mich auch interessiert hat. Ja. Und bin dann aber über eine Freundin, die hat dann einfach gesagt, okay, probier es aus. Also ich habe das in Linz studiert dann, zeitgenössischen Bühnentanz. Das kann man richtig, also an der Kunstuniversität das oder die was Anto haben die? Die Bruckner Universität, die ist ja auf Musik spezialisiert eigentlich und da ist ein Teilbereich starke der Tanz. Sache. Und da habe ich die auch noch in Prüfung probiert und habe dort das ausprobiert. Und das hat mir getaugt und dann bin ich dabei geblieben. Was gibt es Schöneres, was zu tun, was einem taugt? Ja, und hast dann was begonnen damit, mit deinem Studium? Es sind zwei Studien. Eines ist der künstlerische, also zeitgenössischer Bühnentanz, das performative. Und der zweite Studiengang war die Tanzpädagogik, also die pädagogische Linie. Und bin dann in beide Bereiche reingegangen und bin dann aber mehr auch über das Pädagogische zum jetzigen Standpunkt ins Organisatorische gegangen. Mhm. Und jetzt sind das eigentlich so die drei Grundpflaster, künstlerisch, pädagogisch, organisatorisch. Perfekt, gut aufgestellt. Wie ist das bei dir, Markus? Was ist so dein Background zum Tanz? Ja, es war eigentlich ähnlich und doch auch wieder verschieden. Meine Eltern haben beide hobbymäßig Turniertanz betrieben, also so wettkampfmäßig schon. Stark. Und da habe ich als Kind sozusagen habe ich immer beim Training zugeschaut und das hat mir dann gefallen, wie der Trainer mit denen in Privatstunden arbeitet. Und das hat mir dann schon. Wo sich auch die Eltern mal was sagen lassen mussten, ne? Genau. Ja, das ist cool. Das hat mir gut gefallen, wie die dann geschwitzt haben und, und dann an ihre Grenzen gekommen sind. Und das war irgendwie auch interessant, wie der Trainer arbeitet, wie er das macht. Und dann habe ich das auch ausprobiert und im Bekanntenkreis hat es auch einige Mädchen gegeben, die das machen wollten und das hat dann super gepasst. Also hast du dich auch professionell ausbilden lassen? Genau, bin dann in den Turniertanzbereich eingestiegen, habe sehr viele Wettkämpfe bestritten, bin sogar in den österreichischen Nationalkader aufgenommen worden. Sehr weit oder sehr viel oder sehr integriert in den Sport, wirklich mehr in die sportliche Seite auch. Und bin dann über Umwege dann noch sozusagen zum Sportstudium nach Graz gekommen, habe dann Sport studiert, habe nebenbei immer noch getanzt. Und dann war es eben so, dass meine damalige Partnerin auch aus Studiengründen sozusagen nach Niederösterreich gekommen ist, nach Krems. Und ich habe dann keine Partnerin gehabt. Und es war nicht so leicht, auf einem gewissen Level jemanden zu finden, was passt.
und habe mir dann so den Hip-Hop-Bereich angeschaut, weil da hat mich die Musik auch immer interessiert und ich habe gesagt, okay, das könnte ich auch ohne Partner machen. Okay, und so? Dann war ich da dabei, habe ich mich dort halt sozusagen wirklich, bin ich eingetaucht in die Hip-Hop-Welt und bin dann sozusagen noch viel oder sehr oft nach USA geflogen, habe mir dort diese Fähigkeiten sozusagen antrainiert, wie auch immer. Und ja, und bin dann eigentlich gleich einmal in die Unterrichtsschiene gekommen als Trainer dann. Und das hat mir dann sehr gefallen. Also mir taugt das sehr zu unterrichten, die jungen Leute, aber auch, wie soll ich sagen, auch jegliches Alter, so damit ich es rausbringe, zu unterrichten. Und also das ist jetzt mein Zugang. Sehr open-minded, wie man das ja beim Tanzen, passt ja gar nicht zusammen, Engstirnigkeit und klare Schienen und nur das. Und Tanzen, das sperrt sich irgendwie für einen Laien wie für mich. Aber man sieht schon die Untergänge zu, die Pädagogik, die Idee dahinter, das Sportliche auch, das selber Tanzen, das Aktivsein. Da haben sich schon zwei Herren gefunden, die sich da austauschen können. Vielleicht noch ein Satz dazu. In der Zeit, die so von etwas bestimmt wird, von dem wir nicht reden wollen, ja, wie ist es denn da euch ergangen? Ich meine, jetzt nicht einmal wirtschaftlich, ja, dass da natürlich Tanzen und Tanzschulen, das ist hinlänglich bekannt, kein leichtes Leben hatten und haben, ist klar. Aber so das Tanzen, sich auszudrücken, wie ist es euch da so als Menschen und Tänzer gegangen? Habt ihr da so die Impulse in euch gespürt, da muss was raus, wie du das ja gesagt hast? Ich tanze halt für mich allein in meinem Wohnzimmer. Oder was sehr schmerzlich, wo ich gesagt habe, na, dieses Miteinander, das Tun, das vermisse ich und da habe ich dann auch keine Lust mehr. Wie war das so und ist das so für euch? Ja, also für mich war das immer ein Tool. Also Tanzen ist ja einerseits eben für mich, aber ist ein großer Kommunikationskanal beziehungsweise ein sozialer Aspekt. Und die zwei Sachen gehen ja nebeneinander, Hand in Hand quasi. Und mir war es immer schon ein Anliegen, gerade in der Zeit jetzt, dass man den Fokus auch willentlich auf gerade die Sachen weiterhin richten kann, die einen inspirieren. Und das ist auch das, was wir mit dem Projekt da, welches Signal wir damit senden. Also viel mehr ideeller Wert, als das, dass es dann wirklich ein Tanzhaus gibt. Also das heißt, das Projekt, wir stellen es ja gleich vor, das Tanzhaus ist schon auch ein Ergebnis dessen, was wir jetzt so erlebt haben. Genau. Also wo man also schon auch motiviert daraus, wir drehen den Schalter um, das, was jetzt vermeintlich nicht möglich war, das Soziale im Tanz zu leben und zu erleben und zu genießen, nicht einfach sterben zu lassen, sondern ganz umgekehrt darauf zu setzen, ich meine, ich lege euch da jetzt was im Mund, Markus, stopp mich, wenn ich Quatsch rede, den Schalter umzulegen, sagen, es wird der Tag kommen, wo genau das in einen Überfluss an Bedürfnis rausfließen will und muss und dazu wollen wir eine Bühne, einen Rahmen schaffen. Kann ich mir das so vorstellen, Markus? Absolut, das wäre eigentlich genau. Das wäre die Antwort. Richtig ausgedrückt. Ich quatsche schon wieder zu viel. Das ist perfekte Antwort. Ja. Genau das ist unser Bestreben und ich selber habe auch gemerkt, einfach dieses positiv sein oder mich mit Menschen zu umgeben, die einfach genau in dieselbe Richtung abzielen, positiv sind, das ist genau, das ist wichtig jetzt, an diese Art Psychohygiene zu betreiben. Jetzt hast du es mir aus dem Mund genommen, einfach, Gott sei Dank. Also wollte gerade sagen, für diese Seelenhygiene, auch für dich jetzt der richtige Zugang und du hast jetzt nicht so gelitten in dem Sinn, oder doch? Anfänglich muss ich schon sagen, ja, aber es ist, glaube ich, auch eine Art Gewöhnungsphase, wenn man dann wieder länger in der, ich sage mal, Isolation lebt, so schlimm ist es dann nicht. Wir versuchen einiges über Bildschirme zu machen mit Online-Unterricht, wird aber natürlich nicht so stark angenommen wie Live-Unterricht, ist klar, aber ich merke trotzdem, vor allem bei den Jugendlichen, wie sehr das fehlt, dieser soziale Aspekt. Und wie alles, es gibt ein Auf und Ab, es gibt ein Hin und Her und es wird auch wieder gute Zeiten geben und ja. Ich liebe es, wenn du das sagst. Herrlich. So soll es sein und so wird es sein. Und darauf seid ihr vorbereitet. Das Tanzhaus Graz ist im Entstehen oder ist als solches schon da. Erzählt mir. Die Motivation kennen wir jetzt. Was soll das Tanzhaus sein? Also das Tanzhaus soll einerseits ein Bildungszentrum sein, wo sich verschiedene Institutionen oder Raum für verschiedene
Institutionen gibt. Also gerade auch aus dieser Zeit, wo es schwierig ist, Alleinkämpfer zu sein, das ist jetzt vorbei. Mhm. Ja, und wir wollen das in den Mittelpunkt stellen, dass wir wirklich eine Community, eine Gemeinschaft gründen, wo jeder seine Individualität weiterhin haben kann und sein Business, ja, seine Marke, ja, und trotzdem zu einem größeren Ganzen dazugehört. Das heißt, ihr schafft eine Plattform, ihr schafft einen Rahmen, wo alle, die sich damit beschäftigen, interessieren, ein Angebot haben, andocken können, genau, ihr Angebot anbieten können, aber gleichzeitig den Austausch mit Gleichgesinnten leben. Genau. Genau. Und ertanzen können, wenn man so will. Genau. Und auch den Vorteil, dass sie auf eine Infrastruktur zählen können, mhm, dass es quasi auch räumlich ein Sammelpunkt, ein Zentrum ist. Genau, also auch die Vorteile, dass man sich gegenseitig unterstützt, wo halt jeder sonst geschaut hat, dass er überlebt, nicht er oder sie überlebt. Ist klar. Markus, was werde ich da finden, wenn ich mal so reinschneie ins Tanzhaus? Was erwartet mich? Von bis, also wirklich ist alles dabei, von Paartänzen über Einzeltänze und so weiter. Ja. Alle möglichen Tanzarten, die man sich halt vorstellen kann. Und wir haben dafür eben zwei Räume geschaffen schon mal. Also es sind mal auf alle Fälle zwei Tanzräume und vielleicht werden das auch mehr werden. Okay. Ist auch schon in Planung. Muss natürlich noch abgeklärt werden. Es soll auch einen Gemeinschaftsraum geben, auch ganz wichtig für den Austausch vor Ort, sogar zwei Gemeinschaftsräume und Aufenthaltsmöglichkeiten wird es geben, um eben diesen Austausch zu fördern zwischen den Unterrichtseinheiten, wo sich Leute begegnen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden und auch sagen, super, das habe ich noch nie gesehen, mhm, die Einheit, das gefällt mir auch, ich melde mich dort einmal auch an und probiere das aus. Ja. Aber ihr seht euch jetzt nicht so als Gegenmodell oder gar als Konkurrenz zu den klassisch bestehenden Tanzschulen, die es ja gibt. Die haben auch ihre Räumlichkeiten und ihre Örtlichkeiten und warten natürlich auf Kundschaft. Hände ringen, genau, das ist klar. Euer Angebot ist anders ausgestellt, ausgerichtet. Genau. Ja. Und ist eher einfach eine andere Art und Weise. Also eine Erweiterung, ein anderer Zugang. Und wenn man das konkret sich vorstellt, es sollen Körperarbeiten geben, also wirklich Körperbewusstseinsarbeiten, sei es jetzt Yoga, Shiatsu, Qigong. Also über das Tanzen von dem Begriff hinaus. Also Tanz, okay, als Bewegungsausübung. Und das ist auch eine klare Unterscheidung, wie wir sehen. Tanz kannst du als Leistungssport betreiben, also du kannst verwenden als sportliche Hinsicht, aber auch als Kunst, als Medium, als Kultur, ja, und Kunstgut. Ja. Und da steht ja die Bewegung als Tanzform vielmehr schon, ist das Ziel schon selbst. Also du probierst nicht mit der Bewegung ein Ziel zu erreichen, wie es im Sport ist, ja, sondern die Bewegung an sich kriegt die Bedeutung. Okay. Und das ist diese zwei Sparten, die wir auch gern verbinden. Also es geht beides. Man kann es als Sportmittel betreiben in unseren Räumlichkeiten, aber man kann auch sagen, okay, man macht jetzt eine künstlerische Produktion und plant für Performance zum Beispiel. Also auch hier open-minded ist die Philosophie, genau, und keine Grenzen irgendwie. Also das heißt umgekehrt, ihr werdet ja wahrscheinlich, bevor ihr das angegangen seid, euch ja die Fühler ausgestreckt haben, wer alle und welche Angebote da alle Platz finden würden. Wie war denn da so die Reaktion derer, die ihr angesprochen habt? Ja. Also ich glaube, gerade in jetzt gerade zu Corona-Zeiten war es halt bei vielen so, dass sie gesagt haben, sie wissen nicht, wie es weitergeht, sie wissen nicht, was sie tun. Ob überhaupt. Also ob überhaupt, wie sie weitermachen. Und dadurch ist es sehr gut dann angesprungen, oder? Also genau, da haben sich auch gleich zwei Vereine gefunden. Aus verschiedenen Sparten. Ein Verein nennt sich Let's Move, die sind mehr im Hip-Hop-Bereich unterwegs. Okay. Ein anderer Verein ist Tanz Graz, die sind im zeitgenössischen Kunstbereich mehr unterwegs und die waren auch auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten und wir haben gesagt, würde auch für uns super perfekt passen. Es sind zwei verschiedene Zugänge. Wir haben eigentlich genau das, was super, wir gerne hätten. Eine Vielfältigkeit, die wir in das Tanzhaus bringen. Auch andere Stile, die wir noch dazu bringen möchten und wirklich so ein ausgewogenes Angebot auch schaffen wollen und nicht wieder in Einseitigkeit verfallen. Ja, ja. Und diese zwei Vereine haben dann gleich gesagt, das wäre super. Wir würden auch gerne ein Zuhause finden.
Bei also das euch. Ist eine Win-Win-Situation. Genau, und würden uns auch gerne mit anderen Leuten noch verbinden und nicht nur jetzt selbst sozusagen ein Studio oder ein Räumlichkeiten zu mieten und die einfach nur für die eigenen Einheiten zu verwenden. Jetzt drängen sich zum Schluss noch drei kurze Fragen auf. Oder dreieinhalb. Die erste, so wie ich das Konzept jetzt verstanden habe, also Open-Minded, da wird eine gewisse Flexibilität sein. Also es wird nicht so, so ein Tanz aus Graz und die sind jetzt alle dabei und das ist das Programm, genau. Sondern da wird es immer wieder einen Austausch geben, ein Kommen und Gehen oder für gewisse Zeit und dann kommt der Nächste, für eine gewisse, ist das so. Also spannend, da gibt es spannendes Programm. Es ist offen auch für, wie soll man sagen, Halbtalentierte. Ja. Auf jeden Fall. Also ja. Keine Scheu, da steht Tanzhaus, um Gottes Willen noch nicht tanzen, da bin ich da zwei linke Füße. Also auch für die ist Tanzhaus Graz ein offenes Projekt. Ja, soll noch leichter sein im Optimalfall, ja, also, weil ich auch in eine andere Sparte mal reinschnuppern kann. Genau, und sich ausprobieren kann. Genau, und es vermischt sich. Das heißt, ich kann da wirklich auch, wo ich mich sonst irgendwo explizit irgendwo anmelden hätte können, schaue ich dort zu, tauche ein. Also ich kann das mal reinschnuppern bei euch. Also machen wir ohne, dass jemand zuschaut. Ein bisschen Hip-Hop und so und schau mal, wie das tut. Also genau, das geht. Genau. Dritte Frage, entscheidende Frage. Wo steht denn dieses Tanzhaus? Ja, wir haben letzte Woche die genaue Adresse gelüftet, sozusagen das Geheimnis. Ja. Es ist Lagergasse 55 in Graz direkt. Also nahe der Mur. Ja. Genau. Direkt an der Mur. Wunderbar. Nahe Augarten, Erholungsoase sozusagen. Eine Region, die bunt, da passt sie genau hin, hätte und, ich gesagt. Ja, Leute, die einfach auch die Natur genießen wollen und direkt ja, dann gleich im Zentrum auch sein können, ja, und nicht öffentliche Mittel. Und sobald es geht, ist die Bude, hätte jetzt was gesagt, im positivsten Sinn, ist das Haus offen die Tanzbude. Ne? Ja. Und jetzt noch die Halbfrage zum Schluss, die eigentlich die wichtigste ist, euch beide wird man da wohl hoffentlich auch tanzend erleben. Oh ja. Auf jeden Fall. Schon geplant, ja. Alles klar. Also Einheiten sind auf alle Fälle schon auch mit euch buchbar. Jetzt haben wir euch vorgestellt, zwei sympathische junge Herren, aber wie gesagt, das Angebot ist breit und viele tolle Leute mit dabei. Graz wird auch mit euch zu einer Tanzhochburg wieder werden, was hier sehr ohnehin ist. Hat Spaß gemacht, mit euch zu plaudern. Man wird ein bisschen wurlert in die Haxen, gell? Ja. Aber so soll es ja sein. Ihr habt wirklich Lust gemacht. Ich wünsche euch toi, toi, toi für das Tanzhaus in Graz. Dankeschön, dass ihr nach Knittelfeld gekommen seid, das Projekt vorgestellt habt. Und wie gesagt, die Bude soll voll werden. Und so wird es sein. Ihnen, meine Damen und Herren, also, wenn Sie den Groove brauchen und einmal ein bisschen sich ausprobieren wollen, am Parkett oder auf welchem Boden auch immer, tanzen Sie es raus und schauen Sie vorbei ins Tanzhaus in Graz. Und wir sehen uns. Alles Gute. Jetzt folgen unsere Kanal 3 Kurznews. Wir berichten über den Kinderbürgermeister aus Graz und die Grazer Kinderbürgermeisterin, über ein neues Denkmal in Graz und die neuen Nistplätze der ÖBB in Hart bei Graz. Die folgenden Kurznews widmet Ihnen die Firma Swidelski, Bauleitung Murtal. Gestatten Lucia und Felix, Kinderbürgermeisterin und Kinderbürgermeister von Graz. Über 600 Kinder haben abgestimmt, um ihre Vertreter für das Kinderparlament im Jahr 2021 zu wählen. Insgesamt haben 4 Mädchen und 2 Burschen zur Wahl gestanden. Wahlthemen waren unter anderem Umweltschutz, Grünraum, Sport- und Spielmöglichkeiten und gesundes Essen. Zur Würdigung und in Gedenken an den verstorbenen Kulturstadtrat, Menschenrechtsaktivisten, ausgebildeten Architekten und Stadtplaner Helmut Strobel ist ein Wettbewerb ausgerufen worden. Ein Denkmal für Helmut Strobel am Kunsthaus Graz. Gewonnen hat Iris Andraschek. Die Umsetzung des Siegerprojektes beläuft sich auf 40.000 Euro. In Autal in Hart bei Graz haben es sich Störche auf einem Funkmast über Jahre hinweg gemütlich gemacht. Das Nest musste aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Damit die Störche bei der Rückkehr aus dem Süden wieder einen Platz finden, haben die ÖBB alte Fahrleitungsmasten als Brut- und Nistplätze errichtet.
Jetzt ist es auch schon wieder an der Zeit, dass ich mich von Ihnen verabschiede. Wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Ihnen hat gefallen, was Sie gesehen haben? Dann können Sie die Zeit bis zum nächsten Mal nutzen und uns online unter www.kanal3.tv besuchen oder Sie finden uns auch auf Instagram, Facebook und natürlich YouTube. Da wird Ihnen bestimmt nicht langweilig. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen einen schönen Frühlingsbeginn. Genießen Sie eine schöne, angenehme Zeit. Und vor allem bleiben Sie gesund.